Heute ist der 1. Mai und ich dachte, ich mache diesen Montag, diesen Monat, ein Follow My Mai. May. Und ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was wirklich passiert im Mai. Vielleicht kommen da spannende Sachen. Wir werden sehen, aber ich dokumentiere jetzt einfach und dann werden wir dann am Ende des Monats sehen, ob was Spannendes dabei rausgekommen ist. Ja, ansonsten geht's heute los. Heute ist der 1. Mai. Ich habe heute meine vorletzte Klausur geschrieben und fühlt sich ein bisschen an wie Abi-Zeit, so, weil morgens meine letzte Klausur und dann muss ich nur noch die Bachelorarbeit schreiben und dann, ja, bin ich fertig, so fast, wenn alles gut läuft. Und ja, Wahnsinn. Der Heim. Was ist das? Willst du deine Kamera probieren? Ich mache einen Vlog. Ach so. Ah, follow my May. May. Willkommen, hey, in meinem bescheidenen Wohnung. Deine Wohnung? Ja. Okay. Okay. Halbe Stunde, 45 Minuten später. Fertig gekocht. Wenn du mehr willst, es gibt noch mehr an der Küche. Mein selbstgemachter Lasagne. Probier erstmal. Ist okay. Was ist denn da drin? Was Neues? Irgendwas. Ja, früher hat es anders geschmeckt. Ich glaube, wegen dem Palp, oder? Curry. Das Pulp ist das Wichtigste bei mir. Ich weiß nicht. Leute. Ich lieg noch voll müde im Bett. Es ist Samstag. Der 21. Und ich bin echt noch müde, aber ich kann einfach nicht weiter schlafen. Deswegen stehe ich jetzt auf. Und was mache ich denn heute? Also ich will mich heute weiter um meine Boxen kümmern. Ich will die endlich zu Ende bauen, dieses Regal. Dafür brauche ich halt wieder Holz und ich müsste in den Baumarkt. Ich habe ausgerechnet, ich brauche noch 3 Boxen. Dann bin ich fertig mit dem Regal, aber ich weiß nicht, wie ich das transportieren soll. Weil wir kein Auto haben und... Ich könnte mir jetzt ein Multicity mieten, aber ich habe keinen Bock, Geld auszugeben. Ich möchte Geld sparen, Kosten sparen. Entweder muss ich jetzt zweimal zum Baumarkt, damit ich wirklich dieses Wochenende das Regal fertig baue, oder ich muss wieder verschieben. Egal, ich lasse mir was einfallen. Eigentlich wollte ich ja Tang mitschleppen, damit er es für mich trägt, aber er hat heute so ein Seminar. Deswegen, ja gut, dann stehe ich jetzt erstmal auf und dann nehme ich euch heute mit.
So, ich bin jetzt endlich aus dem Haus und bevor ich zu Hellweg gehe, gucke ich noch bei meinem Minishop vorbei. Das ist nämlich, wie soll ich erklären, es gibt in Berlin so Fachvermietungen und man kann halt da ein Fach vermieten und seine Sachen, selbstgemachte Sachen oder was, egal was, verkaufen. Und ja, achso, ich habe vergessen zu erwähnen, was ich dann verkaufe. Zum Teil die Ohrringe, ne? Und meine handgemachten Bücher. So, wir sind hier angekommen und die Vermietung heißt hier Fachfrau. Es gibt wirklich in Berlin noch viele andere. So, ich bin jetzt im Laden. Kann ich nur Sommer spielen? Seht ihr, das sind so die einzelnen Fächer. Die kann man dazu ja beziehen. Und dann zeige ich euch kurz mal. Und mein Fach befindet sich hier. Und es sieht nicht so schön aus. Das ist wirklich das letzte Mal. Ich war ja nur einmal hier gewesen. Und es ist einfach nur so reingedingst. Schaut mal andere. Andere Fächer sehen echt toll dekoriert aus. Auch voll schöne Verpackung. Ja. Und wurde schon einiges verkauft, muss ich sagen. Davor war es voller. Cool. Ich dekoriere das jetzt mal um. Ja gut, das ging jetzt ziemlich schnell. Ich habe einfach nur so eine Box hier mit den Fächern. Ich muss mir irgendwie was einfallen lassen, um das irgendwie besser aussehen zu lassen. Hier sind so richtig süße Stifte. Ja, wie gesagt, das sind meine handgemachten Bücher. Und es wurde schon vieles verkauft. Ich frage jetzt mal nach, wie viel verkauft wurde. Heute ist schon der nächste Tag. Ich habe gestern gar nicht mehr gefilmt. Ja, was habe ich gestern noch gemacht? Also ich habe die ganzen Sachen nach Hause geschleppt und das war echt so mühsam. Und dann habe ich Nickerchen gemacht und dann am Abend halt noch die Boxen zusammengebaut. Heute Morgen, also jetzt mache ich jetzt weiter. Bin schon wirklich fast fertig. Das ist jetzt die letzte Box hier. Und dann werde ich sie aufeinander stapeln und dann jetzt anbauen und. Aber ich werde in diesem Vlog halt nicht viel dazu den Boxen erzählen. Ich mache halt dazu ein extra Video. Und ja. Und heute ist Sonntag. Was machen wir heute? Heute gehen wir am Abend essen mit Tans Familie, weil die Mutter Geburtstag hatte und ja. Jedenfalls gehen wir jetzt ins Kino und gucken das Dschungelbuch. Ja, jetzt komme ich schon drauf, weil wir schon lange nicht mehr im Kino waren und ja, uns endlich mal wieder etwas gönnen, oder? Ja. Also zu zweit was gönnen, weil sonst sind wir immer so faul und machen nichts. Ja. Okay. Ja. Hier. Ich bin jetzt inzwischen wieder zu Hause und auch Bett fertig. Und ja, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Er war wirklich mitreißend und war traurig auch. Und
Aber wirklich schön, schön gemacht, ja. Obwohl ich so Filme mit sprechenden Tieren nicht so mag und so. Hat das mich bei diesem Film nicht so gestört. We are picnicking at Thai Park. Hey, chỗ này đâu? Ăn gần hết rồi mới quay. When? Chè của Thái là nó hơi mặn mặn một tí. Heute ist Sonntag, Muttertag und wir sind quasi im Sauerland. Denk mal! Oh nee, komm, wir müssen noch rein! Warum nicht? Also wenn du an dem Ort bist, musst du aber auch dafür bezahlen, um da reinzukommen. Ja. Ja, und das Größte, was du siehst, ist halt, das ist nicht mal dort. Ich habe ihm wieder ein bisschen Kultur gezeigt. Aber das ist super. Tschüss, Sam. Bạn tưởng bạn đẹp lắm à? Tôi đẹp. Tôi đẹp thật mà. Bác nghèo lắm, bác không có gì hơn để thiết đãi các chú đâu. Chỉ có vậy. Cái chữ nghèo này là theo đúng nghĩa đen của nó, nghĩa trực nhất của nó. Bác cũng có lương, lương của người đứng đầu. Đúng không? Bác là dạ. No, look at that! It's here. Okay. And now it's this. Like Michael Jackson. There you go. Oh, yes! My God. There you go. Oh my God! Michael Jackson. And here, you do this. I'm hungry. Yes. Slow, slow. Like it is. Can I try it? Where you guys go? Yeah. Okay.
Ja, okay, okay. Ja, okay. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Okay. No, just not. Just go out. One, two. Yeah, you can go. Oh my God. You want to try, baby? Yeah. Linda. But the thing is nice. Make leap sideways. Yeah. Lean forward more. Lean more forward. Xong phim. Trời ơi con kìa. Nhìn nó mắc cười quá. Kìa bên trên lên nhé. Ê cái lông của nó. Lưu là sư tử luôn. Nhìn con này giống như nó bốn chân chứ không phải là hai chân. Nó bốn chân mà em. Đâu, nó hai tay á. Gọi là chân mày ơi, tao nghĩ là gọi là chân á. Chị. Đâu, cái đó là cái tay của nó á. Con nó đậu đàn rồi mày ơi, đậu đàn. Là cái gì đó? Cái thìa. Cái thìa, ok. Thế này trong đây đũa luôn anh ơi. Ok đây, đúng luôn á. Thì cho xin một cái mũ luôn. Cái thìa. Cái thìa. Một cái Yuna. Hallo Leute, ja, danke, dass ihr bis zum Schluss geguckt habt und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, mein Mai war doch aufregender, als ich gedacht hatte und im Vergleich zu meinem Juni jetzt. Ja, für Juni habe ich jetzt nicht so ein Follow Me gedreht, weil es irgendwie dann doch zu nervig war mit der Kamera überall das mitzuschleppen. Deswegen überlege ich mir demnächst eine Vlog-Kamera, also eine kleinere, diese Kompaktkamera anzuschaffen. Vielleicht macht es da ein bisschen mehr Spaß, dann bin ich auch flexibler als halt mit so einer Spiegelreflex. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer tschüssi, bis zum nächsten Video.